Die neue Brawl Stars Season ist draußen und wir haben den neuen Brawler Maisie. Wir werden heute den kompletten Brawl Pass kaufen und direkt Maisie von 0 auf 57 Trophäen pushen. Wir starten das Game und direkt Bling-Belohnung. Jawohl, die erste Bling-Belohnung aller Zeiten. Achso, das war der falsche Account. Nein, ja, okay, aber auch guter Start. Ja, die erste Bling-Belohnung auf dem Main-Account. Okay, ich bin sehr gespannt. Die haben das Reset-System ja komplett geändert. Das heißt, kriegen wir nur für die Top 20 Brawler jetzt Bling? Ich weiß es nicht. Aber wir kriegen jetzt alle 2 Wochen Bling. Und wie viel kriegen wir? 100? 150? 160, also 300 Bling schon mal pro Saison, pro Monat. Geil. So, wir sehen es nämlich jetzt schon hier. Meine ganzen Brawler auf 750 wurden auf 724 zurückgesetzt. Das ist ganz, ganz krass. Nämlich hier, ihr seht die Reset-Systeme weiter oben. Da muss man auf 725 oder 800 Trophäen dann pushen. Und ganz oben wird man auf 1500 zurückgesetzt. Also da sind bestimmt auch neue Weltrekorde möglich. Das ist ultra heftig, die Änderung. Und zack, zur aktuellen Saison. Da sind wir drin. Aktivieren. Ach so, ganz wichtig. Oh mein Gott. Die plus 5 Stufen kosten ab jetzt Euro und keine Gems mehr. Gut, andererseits, das haben sich wahrscheinlich eh nur die Leute geholt, die Geld hatten, oder? Gut, der normale Brawl Pass kostet weiterhin Gems, aber die plus 5 Stufen kosten ab jetzt, weiß ich auch, plus 10 Stufen? 12 Euro? Egal. Dann natürlich wie immer. Oh mein Gott, wir kriegen noch eine Power. Wir kriegen 1750. Ab jetzt ist Power League viel, viel, viel wertvoller für Bling. Als Trophäenpushen. Ihr seht das hier. Das ist ja so viel Bling. 1700. Das ist fünffache. Und ich habe nicht mal gepusht. Ich habe nicht gepusht aktiv. BTF. Okay, dann ist hier gerade nochmal, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt. Creator-Code Jojonas natürlich gerne eintragen, wenn euch ein Pass kauft. Vielen Dank für den Support. Und wir kaufen uns natürlich das Plus-Bundle. Jetzt kommt 12 Euro. Das war nochmal plus 10 Stufen. Jetzt nur noch plus 5 und 12 Euro. Na, ist auch egal. Am Ende. Ja, okay. Wir laden erstmal Gems auf und passen. Und jammen jetzt den Pass auf. So, nice. Oh, der ist auch cool, den müssen wir auch noch pushen. Leopard Max. Ich werde nicht alle auf einmal pushen können, es sind einfach zu viele, die rauskommen, aber es wird so krass werden. Ey. Schaut sich an. Nice. Kauf erfolgreich, 2000 Gems. Wichtig. Sehr geil, okay. Wir haben sogar noch hier 43.400. Wir werden auf jeden Fall einen neuen Trophäenrekord heute aufstellen, das ist schon mal wichtig, weil wir doch viel abgezogen bekommen haben. Okay, jetzt erstmal auf Gem. Ihr kennt das Ganze, das dauert ein bisschen. Neu sind auch die Bling-Belohnungen. Junge, die Bling-Belohnungen sind ja eigentlich absolut krass. Wie viel ist denn das? Das sind ja allein jetzt hier schon 4.300. Oh. Okay, das war echt lange. Stufe 70 erreicht, auf geht's. Wir haben aber jetzt auf Stufe 1 nicht mehr den Skin. Dafür könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr euch zum Beispiel hier den neuen Leopard Max Skin kaufen wollt. Finde ich sehr cool. Ich will Maisie mit Credits freischalten. Komm, wofür haben wir die gesammelt? Auf geht's. 95. Ach nein, das geht gar nicht, oder? Kann das sein? Nee, ach, das funktioniert überhaupt nicht. Ach so, los. Das ist ja ein chromatischer Brawler, okay. Auf geht's. Dann hier einfordern. Auch witzig, wie das aussieht. Zack, zum Pass. Stufe 30, Maisie freigeschaltet. Der Brawler soll sehr OP sein. Sein Text ist sehr kurz. Pop, pop, pop. War das nur Popcorn oder waren es doch eher besiegte Feinde? Der Brawler hat die Eigenschaft, dass er sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf zu gebrauchen ist. Das macht Maisie krass. Wir holen erstmal alles aus dem Brawl Pass ab und dann Power 1 auf Power 11. Wir holen erstmal Bling ab. Wir haben 2750 Bling. Und wir haben wir haben zu viel Bling. Okay, bevor wir jetzt hier das Limit irgendwie zu sehr ausreizen, logisch, wir holen uns den Leopard Max Skin. Den kriegen wir zum Beispiel jetzt easy aus dem Pass, aber auch mit den Bling-Belohnungen hätten wir es sowieso gut hinbekommen. Zack. Der ist super cool. Und es sollten auch direkt die Farbvariationen reinkommen, oder? Ja, sehr cool. Haben wir es auch direkt. Komm mal. 29 Gems. Persönlich finde ich den Panther Max Skin in Schwarz mal ein bisschen cooler sogar. Und das Icon und das Spray holen wir natürlich auch. Ich meine, komm, 19 Gems. Natürlich jetzt nicht alles zu Hause unbedingt nachkaufen, aber kann das jetzt hier machen für den Content. Und wir kriegen 3000 Münzen. Das ist eher wichtig. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das wichtig. Ja. Dann holen wir jetzt erstmal alles ab, was wir so brauchen aus dem Pass. Powerpunkte gerade erstmal nicht. Auch einfach erstmal die Münzen. Powerpunkte sind jetzt schon voll. Die ganzen Credits können wir halt nur für Ruhm gebrauchen, glaube ich, ne? Ich heb mir die einfach mal auf. Oh, wir kriegen. Ach, stimmt. Schon den Pin-Packs kriegt ihr jetzt auch Bling. Stimmt. 1600 Bling tatsächlich. Ey, Leon Spray ist irgendwie. Ja, ist irgendwie random aus. Keine Ahnung. Powerpunkte müssen wir jetzt erstmal aufheben, haben wir nämlich voll gerade. Da wäre Maisie gewesen, oder da haben. Ja, wir haben die Maisie Pins noch, okay. Langweilig. Wobei geht. Der Freudenpin wahrscheinlich einfach, ja. Nutzt die Pins eigentlich eh fast gar nicht. Der. Was hat er eigentlich in der Hand? So eine Freeze-Maschine, glaube ich, ne? Ah ne, so ein Elektro-Ding ist es ja eigentlich. Ist ein Elektroschuss. Der verschwitzte Pin, der ist episch, warum auch immer. Echt total 0815. Also ich meine, der muss jetzt nicht episch sein, ihr wisst, was ich meine. Der ist wieder normal, warum? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Oh, noch ein Spray. Okay, nee, ein Spieler-Icon. Ja, das ist ganz cool, das ist zum Beispiel Dschungel-Season. Weil da habe ich gerade meinen Creator-Code C drin.
Das habe ich von Supercell bekommen als Creator. Aber ich mach mal das Dschungelding rein, das sieht cool aus. Ja, komm, muss mal sein. Nee, der schießt auch nur in zwei Richtungen. Ja, geht so. Aber ist nicht schlecht. Okay, am Schluss kriegen wir nochmal 2000 Münzen. Den Skin holen wir uns dann gleich nochmal ab. Sehr, sehr geil. Ich habe übrigens auch sehr, sehr viele Powerpunkte noch angefarmt, ne, von letzter Season. Was ist denn das? So, ja, krass. 8000 Münzen? Nicht schlecht. Nice. Okay, wir legen los. Ihr kennt das Ganze. Wow, 24.000 Münzen? Hat da so viel drin? Oha. Okay, wir sehen es mal. Maisie, 1280 Schaden. Ist schon ordentlich. 3600 Leben. Das Ganze ist jetzt nur auf Power 1. Und damit gehen wir hoch. Power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und es reicht sogar für Power 11. Geil. Okay, jetzt haben wir 5400 Leben und 1900 Schaden. Und ihr seht auch die Schockwelle im Nahkampf. Die ist halt geil. 1800 Schaden. Also, wir machen es wie immer. Wir kaufen uns zuerst das erste Gadget, die erste Star. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich habe es noch nicht genau durchgelesen auf dem Entwickler-Account. Also, Rückstoß, Rückzug. Mit dem Gadget werden wir zurückgestoßen und können den Gegner stunnen für 0,5 Sekunden. Wie Frank, halt nur kürzer. Was? Maisie kommt ohne Star Power raus. Ist das gewollt? Nochmal hier, ne? Ich kann nicht draufklicken. Es gibt keine Star Power einfach. Einfach Ultra-Bug. Ich restarte mal, ja. Okay, Spiel neu gestartet. Bitte, bitte, bitte. Nee. Ah, oh, okay, ich dachte schon, Alter, ne? Was, ein Ultra-Bug, hä? Konnte einfach die Star-Power, da stand auch 0 von 0. Also da stand gar nichts. Hä? Wie random. Okay, wir haben doch zum Glück die Star-Power. Perfekte Präzision erstmal. Die Druckrakete Ah, okay, die Rakete, die wir schießen, macht 10% mehr Schaden auf maximaler Distanz. Also wenn wir ganz weit wegschießen, mehr Schaden. Auch interessant. Geil. Okay, welche Star-Power, welche Gadgets am besten sind, werden wir heute rausfinden. Aber erstmal die ersten jetzt testen. Ich weiß auch gar nicht, was die anderen sind. Ich bin mal gespannt. Zum ersten Mal mit dem neuen Brawler, Leute. Power 11 direkt. Okay, die erste Runde. Erst der normale, dann der andere Modus. 5400 Leben. Mal erstmal schauen, wie das Ganze aussieht. So, ne? Ihr seht, der Schuss beginnt langsam. Und dann beschleunigt er. Das ist halt schon cool, ne? Muss man wirklich sagen. Okay, wir haben hier mal ein Opfer, den Ash. Zack. Boah, der Schaden ist aber nicht schlecht. Hier, maximale Distanz machen wir auch extra Schaden. Habt ihr es gesehen? So, zack. Ja gut, den letzten Schuss machen wir mal so. So eine Penny. Digga, komm her. Ich will die... Jetzt hier, wir sind zu nah rangelaufen und boom, weggestoßen, habt ihr es gesehen? Muss kurz aufgeladen werden, die Fähigkeit, aber damit ist Maisie sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf stark. Okay, nächstes, das Gadget, passt auf. Zack, die ist gestunt. Habt ihr das gesehen? Das ist crazy. Das heißt, wir können nicht nur im Nahkampf die wegstoßen, sondern auch noch stunnen. So, nächstes Opfer ist der Buster da oben, zack. Ja gut, der läuft weg von uns. Okay, einfach ranlaufen, ulten. Schaut sich an, Alter. Boah. Schon geil. Ist schon ein nicer Brawler auf den ersten Blick. Mann, wo ist sie denn? Nein. Stun. Okay, okay, okay. Erste Runde gewonnen. Und ich würde sagen, wir kommen zu den zweiten Fähigkeiten. Die ersten haben schon mal solide aus... Oh, cooler Jubel hier. Also, zweites Gadget ist... Finished sie. Was kann das Ding? Das Gadget ist ziemlich krass, aber kompliziert. Wir laden eine Munition nach und dann machen wir mehr Schaden. Und zwar... 30% der fehlenden Trefferpunkte des Gegners. Ich muss euch das gleich mal erklären. Das ist echt nicht leicht zu erklären. Okay, als zweites haben wir Bebenlähmung. Damit haben wir... Ah, die werden 2 Sekunden verlangsamt, wenn wir Leute mit der Ult treffen. Das ist auch geil. Dann können die überhaupt nicht abhauen mehr. Stimmt. Okay, dann holen wir uns... Die Gears holen wir uns gleich, würde ich sagen. Ja, noch mit dem Skin. Also, das Gadget geht folgendermaßen. Dem fehlen jetzt noch 1900 Leben. Wir müssen es eigentlich jetzt hier sehen. Das heißt, wenn Gegner wenig Leben haben... Dann machen wir 30% von dem fehlenden Leben noch extra. Als Beispiel, wenn einem Frank jetzt noch 8000 Leben fehlen. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Jetzt hier. Ne, wir treffen nicht. Kacke. Ach, wir healen ja nicht in dem Kack-Modus. Ich weiß nicht, ob das so schlau war jetzt hier zum Zeigen. Ja, das müssen wir gleich nochmal gleich machen. Nice. Okay, ich muss erstmal ins Au. Okay, jetzt aber nochmal. Ach, gerade in diesem Hotdog-Modus kann es krass werden, weil die healen ja sowieso nicht. Das heißt, denen fehlt halt oft Leben. Stimmt. Okay, Beispiel. Die Bonnie, der fehlt jetzt Leben. Seht ihr das? Zack. Wie viel haben wir? 3200, habt ihr es gesehen? Das heißt, und jetzt müssen wir noch mehr Schaden machen, weil ihr noch mehr Leben fehlen. Pass auf, wenn wir jetzt treffen, ist die Instant Down. So eine Kacke, ich treffe natürlich nicht. Da wird ja so klar, dass ich dann natürlich nicht treffe, wenn ich treffen muss. Ich muss es gleich nochmal zeigen. Das Gadget ist ultra krass. Und was war die Star Power nochmal? Ah, wir verlangsamen Gegner mit unserer Ult, habe ich noch gar nicht gezeigt. Stimmt. Jetzt hier, pass auf, zack. Verlangsamt, seht ihr das? Die kann gar nicht weglaufen. Auch ziemlich krass. Auch schon ziemlich krass. Ich glaube beide. Ich glaube auch, dass die nochmal stärker sind. Mal schauen. Okay. Wir gehen auf jeden Fall lieber in den anderen Modus wieder. Zum Zeigen. Ist besser. Okay. So, jetzt aber wie versprochen. Maisies neuer Skin. Kommt
im Pass, Stufe 70, Dschungelkönigin Maisie. Geile Animation. Allgemein finde ich Jungle Season eh eine coole Idee. Auch mit einem neuen Pin jetzt hier. Sehr cool. Ach, wir kriegen auch Tag Maisie direkt. Den holen wir uns gleich. Erstmal jetzt Dschungel Maisie. Und ihr wisst, wie es ist. Wir kaufen uns Tempo-Gear, würde ich sagen. Schaden und Schild. Das ist eigentlich so die, die man am ehesten noch braucht. Auch ein Distanzschützen, würde ich sagen. Gehen jetzt ab. Okay, Dschungelkönigin Maisie. Ihr seht es hier. Die Schüsse sind schon mal wesentlich nicer. Da muss man wirklich sagen. Sehen schon mal cooler aus. Dann gehen wir das Gadget immer zeigen. Zack. Und die Ult ist bei dem Skin vor allem... Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann die Ult jetzt auch zeigen. Zack. Wie die Ult gesehen, das ist so ein riesen Dschungelding. Bin ich ehrlich? Der Skin ist schon geil. Der Skin ist schon geil. Jetzt hier gegen die Boxer. Seht ihr das? Wie viel Schaden wir jetzt machen? Habt ihr es gesehen? 4000, auch wenn ich jetzt gestorben bin. Ich wollte es zeigen. 4000 wegen dem Gadget. Crazy. Okay, Zeit läuft ab jetzt. Wie lange brauchen wir für Maisie? Die erste Runde Brawl Ball. Fairerweise, ich glaube, Maisie ist jetzt nicht unbedingt der Brawler für Brawl. Wobei, für die Map ist sie krass. Die Map ist offen. Und sie kann ja auch aus der Nähe zurückstoßen. Kann sie damit nicht auch eigentlich easy Tore erzielen? Das werden wir rausfinden. Passt auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir laufen jetzt mal bewusst nach hier. Und jetzt machen wir die Ult. Ja, okay, nee, hat nicht ganz so geklappt, wie es mir... Aber an sich mit dem Zurückstoßen kann man da, glaube ich, auch schon... Das Play ist raushauen, mal schauen. Also seht ihr schon die allererste Runde. Auch hier der Triple. Boah. Okay, Maisie wird krass. Achso, das ist der Gegner, der hier ferngesteuert wird gerade. Gar nicht gecheckt. Wir bräuchten nur einen, der eigentlich die Wände öffnet, fällt mir gerade ein. Das haben wir gerade noch nicht. Nice. 30 Trophäen, wichtig. Okay, erstmal den Skin kaufen. Okay, wir kaufen uns gerade noch den zweiten Skin. Der geht noch nicht mit Bling, aber ist ja nicht schlimm. Tag Maisie. Mit 29 Gems, günstige Erweiterung, ob es sich ja lohnt, werden wir jetzt rausfinden. Also, erstmal der Tag Maisie Skin. Ich sag ehrlich, ich glaube für 9, das ist ein seltener Skin. Also die niedrigste Seltenheit auch. Es gibt ja inzwischen auch Seltenheiten. Ja, das ist halt ein Basic-Skin, ne? Wir sehen es hier. Aber ich sag ehrlich, für 29 Gems, wenn man das Design cool findet, mal schauen, ob die Ult auch anders aussieht. Passt auf, wir gehen mal jetzt hier rein. Ulten. Junge, aber wie krass ist eigentlich das hier, ne? Schaut's euch an. Alter. Ich meine, die haben ja gar keine Chance. Fairerweise, es werden die höher nicht mehr machen, aber ich habe gar nicht so richtig drauf reagiert vorhin. Schaut euch das an. Junge. Der Brawler, Junge. Okay, also ich glaube, die Star Power für den Anfang ist eigentlich obvious. Ich sag mal kurz meine Meinung. Also, folgendes. Das erste Gadget, würde ich sagen, ist im Nahkampf am Anfang besser, das zweite ist später besser. Also nehmen wir erstmal das erste. Und auch hier ist es wieder ähnlich, ne? Das kann man schwer sagen. Ich nehme auch mal hier das erste, weil es im Nahkampf besser ist. Aber es ist schwer zu sagen, erst das zweite. Das ist halt, das eine ist mal Nahkampf, das andere Fernkampf. Müsst ihr halt schauen. Auf die Trophäenhöhe doch an. Wir nehmen auf jeden Fall den Dschungel-Skin wieder. Oh, lol, wir kriegen ein neues Spieler-Icon. Oha. Das sieht auch, aber ich nehme das alte, ich finde es cooler. Oh nice, gute Quests auch. Okay, ganz kurz, ich glaube, wir sollten das Gadget changen. Ich weiß nicht, dieses Zurückstoßen und 0,5 Sekunden Lärm. Ich weiß nicht so recht, oder? Gut, gegen Mortis zum Beispiel, halt gegen alle Nahkämpfer ist es natürlich echt krass. Aber wir haben ja eigentlich auch schon die Ult. Ich glaube, Finishen ist halt schon geiler in den meisten Fällen. Und hier, Verlangsamung oder... Ja, Schaden bei maximaler Range. Ich glaube, Verlangsamung, oder? Wir gehen mal lieber auf Range, weil die Gegner sind irgendwie schon gut und dann ist irgendwie Range doch besser. Und ich glaube, auch Speed Gear bringt uns ganz über Schild. Jetzt hier gegen Frank zum Beispiel. Gut, das war jetzt Lost, das zu Not. Aber ich sehe 4000 Damage. Bitte mal ins Video gerade reinnehmen, die Szene. Da hat man das Gadget mal gesehen, weil dem hat so viel Leben gefehlt, haben wir 3000 Damage drauf bekommen. Das ist ja so krass. Das ist natürlich crazy. Zack. So, jetzt ist das Gadget, habt ihr gesehen? 4100 Damage. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich absolut krass. Wenn jetzt. Ich kann. Ja. Kannst es. Ja, genau. Sehr schön. Junge, das hat er auch stark drauf. Gute Ult-Kombi. Ja, der kann eh nichts machen. Der kann eh nichts machen. Nice. Let's go. Nee, Maisie wirkt echt stark. Maisie ist nice bisher. Ah, Rang 10, 140. Ich hab's gar nicht kommentiert. Okay, halbe Stunde. Maisie ist sehr krass. In unter einer Stunde sind wir jetzt schon vor der entscheidenden Runde für 300. Also jetzt haben wir auf jeden Fall hier unser Team gefunden. Und unsere Comp. Schaut euch an. Was soll das denn jetzt werden? Wieso gehen die alle nach hinten auf mich? Die kassieren das fetteste Gegentor. Okay, 1-0. Also ich weiß nicht, was es von den Gegnern sollte, aber ist in Ordnung. Okay, also. Eigentlich auch ziemlich entspannt. Wir haben hier eine ganze Menge auch an Nahkämpfen. Ja, die haben ja gar keinen Bock. Ja gut, das war's. Ult gerade nochmal nutzen. Alter, das läuft. Okay, unter einer Stunde und wir sehen... Wo sehen wir es? Ja, 300 Trophäen, 20 Bling. Das ist nicht gerade wenig. 20 Bling dafür. Okay, ganz kurzer Zwischenstand. Eine Stunde.
wir sind auf der Welt dabei, wie gesagt. Erstmal Deutschland schauen. Deutschland Platz 4. Lol, Tobi pusht gerade, dann pusht Tobi wieder. Müsste gehen raus. Gesamttrophäen. Global Platz 29. Hä? Als ob? Ich weiß nicht, was seine Vorstellung auch ist. Ich verstehe es auch nicht so ganz, was... Das macht irgendwie keinen Sinn. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Das war schlecht von mir. Ist halt, dass er, Oh, ist er stark von dem Gray. Boah, es war richtig stark. Ja, ich weiß auch nicht, ist komisch. Ah, 5er Trophäen, ich habe das Game nicht kommentiert. Okay, 1 Stunde 37, wir sind jetzt ungefähr bei 500 Trophäen und schauen auch gleich nochmal, welcher Platz wir damit weltweit sind. Auf geht's mit dem Gadget, pass auf. 4000 Schaden, habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, Junge. Der Sniper wieder. Sehr schön. Hä, der Rico, was will der denn? Nimmt der auf? Oh Junge, 4k Damage. Das haut rein. Hier ist der neue Brawler so sehr krass. Junge, das ist absolut, das geht ja richtig ab. Direkt wieder 2-0 gewonnen. Schaut euch an. Und jetzt schauen wir. 8 Trophäen haben wir damit. Hier, gerade nochmal gezeigt. Wunderschön. Und damit sind wir weltweit auf Platz. Erstmal Deutschland. Oh, wir haben Snake überholt. Gut, der wird wahrscheinlich eh nur solo pushen, schätze ich mal. 8 und global sind wir 23. Obwohl wir zwischendrin solo gepusht haben und uns Zeit gelassen haben. Wie krass. Das ist for real krass. Platz 1 ist bei 861, Junge, das ist krass. Trevor ist auch krass. Oh, wir haben noch Silber 2. Nee, das ist nicht Silber 2. Das ist, wie heißt denn das? Bronze 3 haben wir erreicht. Nice. Also, in unter 2 Stunden entscheidende Runde jetzt für 600 Trophäen. Wir als Gegner? Das ist ein bisschen eklig. Das ist aktuell ziemlich der stärkste Brawler im Spiel. Nach Crow vielleicht. Also mal schauen. Wobei Mac ist inzwischen auch noch krass, stimmt. Mac vergesse ich immer. Oh je, okay. Aber sie trifft zum Glück nicht. Wichtig, sehr gut. Jetzt hier, zack. Ja, das ist halt lost, ne? Der denkt, er hat eine Chance gegen mich, aber... Hat er nicht. Oh, aber da steht komplett von der anderen Seite. Oh je, okay. Aber alles gut, wir sind schon mal in Überzahl. Keiner ist gestorben. Richtig. So, zack, der ist auch down. Und er... Jawoll! 1-0 direkt. Okay, ein Tor fehlt uns jetzt hier für 700. Oh. Oh, wunderschön. Wichtig. Na, die geht hier mit Ult drauf. Colette, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt so stark. Die ist ein Tresorob, geil. Das war's auch, ne? Jetzt hier kommen wir wieder... Ach, schade. Das war nicht nötig. Das konnte ich aber jetzt nicht wissen. Das wäre krass gewesen zum Finishen fast. Ist halt geil, durch die Wände durch, ne, diese Ult immer zu nutzen. Ja, ich kann den Ball hier abgeben. Ich hätte natürlich nicht abgeben sollen, aber es ist eh zu spät. Seht euch das an! Die Ult war sogar noch Overkill. Ich hätte gar nicht gebraucht, aber egal. Wissen. Wahnsinn. 600 Trophäen. 1 Stunde 59. Da sehen wir es nochmal. 600. Sehr, sehr geil. Also, wie gut ist Maisie in Juwelenjagd? Ich glaube, es ist jetzt eher ein Sniper, ne? Aber es müsste eigentlich trotzdem solide sein. Ich meine, sehen Sie schon, der erste Kill, wunderschön. Und der zweite Kill auch direkt. Also, das Ding ist, sie ist ja gut auch im Nahkampf und kann auch die Gegner wegstoßen. Ich denke, dadurch ist sie eigentlich in jedem Modus solide, würde ich sagen, ne? Aber besonders gut ist sie, glaube ich, für Knockout oder so geeignet. Oder Kopfgeldjagd, also Bounty. Bam! Oh, der Ult. Das meine ich halt. Habt ihr die Ult gesehen? Alter. Und auch hier zum Beispiel. Edgar kommt. Zack. Der wird direkt weggestürmt. Oh Gott. Das war auch ein bisschen Overkill gegen ihn vielleicht jetzt, aber gut. Einfach mal Gadget gegen den. Schön getroffen. Ja, und schaut es euch an. Das ist echt, das ist broken. Und auch hier wieder. Bam. Oh, nicht gut getimed. Oh, das war jetzt ein bisschen... Leute. Aufpassen. Ja, schön. Wer noch kommt. Ja, okay, weil der Countdown sieht es gut aus. 10 Sekunden. Das sollten wir schaffen können. Zack. Und daneben. Auch nicht zack. Aber hier zum Beispiel auch die Ems kann ich durch die Wand killen. Krass. Juwelen hat gewonnen. 636. Volley Brawl, der neue Modus. Also nicht ganz neu, der ist ja zurück ins Spiel gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das spielen muss. Ult. Hoho, Junge, die Ult. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich den Modus spielen muss. Ich bin völlig überfordert. Okay, also eigentlich muss ich einfach nur Kills machen. Ich muss auch den Ball abfangen. Oh, gute Ult. Ah, oh, er hat's versucht. Der Ball kommt aber zurück. Ich bin so überfordert gerade. Also dieser Modus ist ja total random, Alter. Ah, hat mich so raus. Gale ist auch ein interessanter Pick für den Modus. Das gibt's nicht, ich treffe den halt nicht, ne? Wir haben einen Punkt erzielt, aber ganz hinten in der Ecke, lol. Okay, ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen überfordert. Ich habe den Modus ja noch nie gespielt, wirklich. Alter, das wäre ja grauenvoll. Outjam funktioniert einfach überhaupt nicht bei dem Brawler. Nein. Okay, 1-1. Ja, ich bin überfordert.
Ich bin komplett überfordert, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich muss jetzt irgendwie meine Ult auch besser nutzen. Der Ball fliegt scheinbar, oder wie? Ich muss jetzt aufpassen. Und den Krieg. Oh Gott, das ist ja echt knapp. Okay, jetzt muss ich zurück. Ja, die sind da hinten. Aber muss ich vor allem in seine Base so reindingsen, ne? Jetzt check ich das. Man muss so offensiv. Ah. Muss praktisch. Okay, krass. Aber Gale ist ja richtig gemein. Der kann hier wegstoßen. Gale ist eigentlich ein smarter Pick für den Modus. Crazy. Oh nein. Aber immer ein. Oh Gott, Alter, das ist ja so ein intenser Modus. Ja, verloren. Keine Ahnung. Hat mich überfordert. Okay, wir kommen zu Tresorraub. Auf geht's. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Mit Maisie. Also ich meine eigentlich. Oh je, jetzt wird's schwierig hier. Das macht halt jetzt nicht so viel Damage. Oh mein Gott, nein. Ich muss vergessen, meine Batterie die ganze Zeit aufzuladen. Oh, die Reflexionen sind natürlich sehr schön hier von Buster, ne? Aber ich weiß nicht, Buster so ein guter Pick war, oder? Hier überzeugt mich Buster nicht so ganz. Schöne Snipes jetzt hier. Was ist nochmal meine Ult? Achso, ja. Also meine. Ich glaube Tresorraub. Oh, ist hier nicht so zu gebrauchen. Weil auch ihre Ult ist halt jetzt nicht unbedingt gut, ne? Die macht halt alles nicht viel Damage oder so. Ja. Würde ich euch jetzt, glaube ich, eher nicht empfehlen, ihn zu spielen. Nice. Oh, das war ein super wichtiger Kill jetzt mal. 1920 Schaden mache ich halt, ne? Das ist halt ganz nah. Ah, auf maximaler Distanz mache ich 2100 Schaden. Aha. Ah, auch hier wieder nice. Schön reingenockt, auch nochmal in den Schuss. Ja, also er kann schon was rausholen, der Brawler, ne? Auf jeden Fall. Ja! Noch ein Kill, ganz wichtiger Kill jetzt hier nochmal gewesen. Boah, so wichtig, direkt abgefangen. Und, ah, schade, egal. Oh mein, okay, jetzt rasiere ich aber auch gerade, jetzt rasiere ich auch gerade echt gut, schade. Trotzdem liegen wir gar nicht so weit vorne. Oh, Munition nachladen, stimmt, sehr gut. Oh, dieses Munitionsnachlade-Gadget ist so wichtig. Zack, zack. Und jetzt die Snipes hauen jetzt halt ultra rein, weil ich auch nochmal, boah, mehr Schaden mache. Crazy. Ja, okay, kann schon nice sein. Ich glaube, man kann den doch ein bisschen zu leicht dodgen teilweise auch. Okay, wir schauen mal nach. Was war die Bilanz? Oh! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also man sieht es gar nicht. 8 zu 2. Ach so. Okay, krass. Und damit geht es auf eine neue Map. Oh, die sieht cool aus. Hä, die sieht übel cool aus. Die sieht auch übel 3D aus, so ein bisschen, die Map. Also, ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Die sieht krass aus irgendwie, die Map. Hä? Okay, heftig. Mal schauen. Ich denke eigentlich, dass die in Bounty nochmal deutlich besser ist als in anderen Modi, weil sie kann ja eigentlich gut upsnipen und Kills machen, haben wir gerade eben auch gesehen. Beide Gegner jetzt natürlich auch defensiver spielen werden, also mal schauen. Zack. Und ein Piper ist natürlich vielleicht schon ein bisschen besser. Die sind schon ganz woanders hingelaufen. Da, erster Kill. Sehr schön. Jetzt hier schön einfach draufhalten ein bisschen. Das ist noch ein Tick oder wie? Oh, das... Never. Super knapp, schade. Das Ding ist, das Gadget oder die Ult hilft halt wieder nicht viel. Das stört mich halt bei dem Brawler ein bisschen. Weil die meisten spielen halt Distanz-Brawler. Klar, wenn wir jetzt einen Mortis abkriegen, dann ist es nice, aber man kriegt es eigentlich nicht einen Mortis ab, normalerweise. Was wir eigentlich wirklich machen sollten, wir sollten einfach mal hier draufhalten. Schade, knapp. Und dann halt unser Gadget ein bisschen nutzen. Weil dann können wir damit halt... Oh, Junge. Das heißt, was ihr auch einfach mal machen könnt, ist wirklich so drauf spammen. Und dann... Boah. Und dann euer Gadget direkt nutzen, dass ihr wieder nachladen könnt. Habt ihr das gesehen? Und es ist vorbei. Okay, also wirklich in dem Modus... Wow, krass. Gerade mit dem Nachladen nochmal. 4-0 auch rausgegangen, sehr schön. Da geht immer besser, aber... 650 Trophäen auch erreicht. Okay, wir gehen Brawl jetzt mal wieder. Und wir haben die nächste Stufe jetzt hier schon mal erreicht. Sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie weit ich zurückgesetzt wurde. Scheinbar sind wir jetzt schon auf Rekordhöhe, aber... 43.500 zum ersten Mal, ja. Auf geht's. 2,5 Stunden, das entscheidende Game für 700 Trophäen. Die Gegner werden langsam schwieriger, muss ich wirklich sagen. Da sind auch schon ein paar dabei, hier richtig mies reinschwitzen. Jetzt hier Nita und... Weiß jetzt nicht, ob die Pixels hier von denen so gut sind. Mal schauen, aber wir treffen... Ah, noch nicht so viel. Erst einen Schuss getroffen, leider. Aber die werden gut nach hinten gedrängt, das ist wichtig. So, dann kann ich eigentlich jetzt relativ... Ja, ich weiß nicht, ich move, glaube ich, gerade nicht so gut, ne? Mann, die vercampen sich total. Darf jetzt auch nicht zu nah an Nita ran, sonst fiel ich... Junge, die haben das gleiche Problem. Die haben da hinten einen Dynamike. Ah, jetzt will der Boxer aber offensiv gehen. Das war ein großer Fehler. Jetzt können wir direkt... Das war jetzt natürlich ein Fail von ihm. Ja, aber auf jeden Fall nicht meine beste Runde, muss ich ehrlich sagen, aber... Ich meine, ich bin nicht gestorben, fairerweise. So, jetzt hier mit dem Gadget nochmal, zack, hier die Ult nochmal genutzt, auch wenn es daneben war, sehr schön. Ich musste auch eigentlich nicht viel machen. Aber ich bin auch dabei gewesen, habe auch schon Druck mit aufgebaut und bin nicht gestorben. Muss man auch dazu sagen, ne? Ah, ich habe 2 Kills gemacht, okay, ich nehme es zurück, ich habe 2 Kills gemacht, wusste ich gar nicht. 7 Trophäen erreicht.
Nein, 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 nein. Real Talk, keiner im Chat hat mich dran erinnert. Hier sind so viele Zuschauer, keiner hat mich an den Akku erinnert, Leute. Yes! Junge, Maisie broken, Alter. Das kann nicht sein. Wir haben die Situation einfach gerettet. Ich weiß es nicht. Ich muss ins Video, bitte. Let's go. Wir gehen in die entscheidende Phase. Wenn wir zweimal gewinnen, sind wir auf 57 Trophäen. Wir haben Eve, sie ist nur Power 7. Aber ist Löwe, glaube ich, ne? Also ist auch ein sehr guter Spieler. Wir können jetzt hier von außen schon mal sehr schön supporten. Zack, erster Hit. Die hat leider Backhit, aber ist in Ordnung. Wir können die jetzt hier schön weghalten. Und ihr seht schon, für die Map ist sowieso auch Dings sehr gut geeignet, ne? Ihr seht das auch hier, ne? Kann hier einen super Job machen außen. Die ganze Zeit schön reinsnipen und hier gut mithelfen. Let's go. Okay, oh, okay, unten ist ein Bass. Oh je, oh je. Gar kein Ball auf den. Ganz gefährlich. Okay, der ist aber schon mal markiert. Also da unten scheint auch ein AT zu sein. Versuchen den mal hier schön drin zu halten. Jetzt stunt er mich. Oh, oh, ach so, respawn auf mich. Das ist natürlich kacke gelaufen. Die ist AFK, die ist AFK, die ist auch nicht AFK. Komm, ich muss sie treffen. Boah, das ist so lucky, dass sie da nicht gestorben sind. Ich habe jetzt auch meine Ult gefarmt zum Glück, auch super wichtig. Komm, es ist ein Hit. Es ist ein Hit. Auf den Karl. Komm, der kann nicht raus, der kann da nicht. Oh, was ist. Oh, das gibt's nicht. Versuch sie wegzustoßen. Nein, das hat nicht geklappt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wenn es die eine Hops nimmt. Bitte, bitte, bitte. Die eine B. War nicht gut gespielt von mir. Mann, der Karl hat zu viel Damage auf mich gemacht. Das war unnötig. Shit, 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 shit. Ja, die Ult, die Ult. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lebe. Yes. Die kann halt besser hitten als wir, ne? Weil die. Oh nein, meine Welt ist tot. Jetzt haben wir ein großes Problem wahrscheinlich. Oh, Bass kommt und greift die aber hier an. Das ist sehr, sehr gut. Und ich kann hier meine Ult. Ah, die war zu spät, egal, ist nicht schlimm. Oh mein Gott, komm, noch ein Platz wenigstens. Noch ein Platz irgendwie. Wir müssen Max einfach pushen. Einfach Max pushen hier. So, die Eve kann jetzt hier einen guten Spot einnehmen. Ich bin leider down. Oh mein Gott, du musst jetzt hier einen guten Spot einnehmen. Irgendwie carryen, keine Ahnung. Oh mein Gott, der wird wahrscheinlich immer respawnen, oder der Mate? Das gibt's nicht. Das ist ein dummer dritter Platz. Okay, komm, Konzentration. Zwei Cubes haben wir gleich einen dritten. Das sieht gut aus. Wenn wir jetzt zweimal gewinnen, haben wir hier die 750. Super Start, drei Cubes. Eve ist halt so wichtig auf der Map, aber halt nur Power 7. Achso, er hat Karlitz genommen. Vielleicht schlauer. Vielleicht ist das schlauer, ja. Das ist vielleicht wirklich schlauer, okay. Schießen wir schon mal drauf. In der Mitte geht es ziemlich zur Sache hier scheinbar. Okay. Der Otis geht down. Jawohl. Schön abgesniped. Die Cubes kann ich mir sogar. Ich kann mir nur einen nehmen. Den zweiten ist mir zu riskant. Okay, sehr gut. Was ist mein Mate? Wieso hilft der? Ist da ein Fight gerade? Was ist der denn? Ein Kill? Weiß es nicht. Egal, alles gut. Okay, lass zusammenbleiben. Vier Cubes beide. Sehr gut. Da ist nämlich jetzt der Ash. Und den sollten wir jetzt eigentlich. Ah, das ist ein Hit gewesen, Junge. Ich hasse sowas immer. War ein Hit. Aber egal. Er hat ihn ausgeschaltet. Er hat ihn ausgeschaltet. Alles gut. Fünf Cubes jetzt, komm. Da oben ist ein Sprout auf dem Crow, das ist so gut für uns, ja. Leider, leider, leider. Die haben eh eine Wand gemacht, okay. Ja, ein bisschen los, was die gerade machen hier. Boah, ey, wir sind top. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht beide fighten. Am Ende kommt der dritte dazu und killt uns beide weg. Er macht den Kill, ist so wichtig. Jetzt den Sprout noch rausnehmen. Jawohl, jawohl. Ja, natürlich kriegen die Cubes, ne, wie unverdient. Zack, zack. Ult nochmal und das haben wir. Stark gespielt. Es ist der erste. Und damit 750 eingame. Entscheidende Runde für 750 Trophäen. Wir müssen aber Platz 1 werden. Das ist die Sache. Okay, solange wir hier die Cubes kriegen, ist alles fein. Solange wir hier die Cubes kriegen, die kriegen wir. Sehr schön. Okay, wir haben zwei Cubes. Wir haben schon mal zwei Cubes. Das ist sehr gut. Ah, shit, Alter. Das sieht nicht gut aus. Aber eigentlich muss die jetzt aufpassen. Ah, nee, keine Chance. Mein Mate ist wieder down gegangen. Er hat es einfach schön draufhalten weiter. Genau, schön die Ult. Jetzt hat er die automatische Ult auch aufgeladen. Wichtig. Schön halt auf den Squeak nochmal. Komm. Ja, der Geier ist wieder da. Was macht er denn da unten? Nice, wichtiger Hit. Aber es bringt halt nicht viel. Braucht halt viel mehr Schaden. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht doch der falsche Call war. Ist echt ein bisschen unsicher. Nice, schöner Snipe. Also ich komme halt wieder in die Cube nicht ran. Das ist halt auch dumm. Ja, der jumpt noch mit dem Cubes weg, Alter. Was will der denn? Ja! Das ist eine Chance jetzt sogar. Probier's, probier's, probier's. Ja, jetzt probier's, schade. Das ist halt so dumm, ne? Das ist auch keiner, die abstaubt. Guck mal, die haben diesen 8 Cubes beide load. Macht keiner was. Pre-Kill wäre das gewesen jetzt. Pre-Double-Kill. Macht einfach keiner was. Ich treffe eigentlich gut, aber ich kann jetzt gegen 8 Cubes sollte auch alleine nichts machen. Nice. Als ob wir die Mitte behaupten. Mit so wenig Cubes haben wir das jetzt hier. Mal nachladen, komm, zack, wieder abgesniped. Schaut sich an, 17 Cubes hat der Typ jetzt. Oh, der wird mich normalerweise killen mit 17, ja.
Ey, dass wir mit zwei Cubes, also ich mit zwei Cubes allein auch die Mitte halten konnte, crazy. Aber ich weiß nicht, was es auf jeden Fall war. Entscheidendes Spiel für 57 Trophäen, auf geht's. Wir brauchen jetzt nochmal so ein Game. Was ist denn das für ein Gadget? Digga. Jetzt für die Mitte eher. Egal, alles gut. Hauptsache wir kriegen das hin. Da kommt er reingejumpt. Übel lost. Der Gegner. Sehr, sehr geil für uns. Oh mein Gott, ich kann das mithelfen von außen. Sehr gut. Was war das denn für ein ultra loster Dynamike? Okay, wir bleiben jetzt zusammen. Wir haben 5 Cubes. Wenn er jetzt am besten irgendwo die Ult auflädt. Jawohl, hat er. Let's go, let's go, let's. Was? Da ist doch einer gewählt. Digga, ich bin so lost. Das ist unfassbar. Alter, der Gegner war auch hardcore lost, dass er da drin geblieben ist. Aber egal. Nita ist noch da oben. Den können wir gut pushen. Er ist alleine. Jetzt haben wir 7 Cubes. Das muss die entscheidende Runde werden. Oh mein Gott. Das ist sehr gut für uns jetzt. Das ist übel lost, was er da macht. Zack, können wir da rein snipen weiter. Der ist jetzt komplett eingekesselt auch. Der wird da nicht rauskommen. Jetzt können wir dem Gadget nochmal helfen. Sehr schön. 9 Cubes. 9 Cubes, Leute. Das sind die 750 normalerweise. Wir müssen halt aufpassen. Jetzt nicht zu sehr auf Aggressionen gehen, aber es geht. Sehr, sehr schön. Hier nochmal schön reinsnipen. Ah, leider nicht ganz getroffen, der letzten. Hat sich gut weggeboostet. Aber jetzt hier, wunderschön geaimt. Let's go. 10 Cubes. Let's go. Damit noch ein Kill. Der 750. Zack. Zack. Jawohl. Ah! Das ist unverschämt. Ja. Nein, das ist 2 geworden wegen mir. Egal, okay. Reicht's aus? Okay, komm. Ein Cube haben wir schon mal. Safe. Aber mehr nicht. Scheiße. Ist ja nicht. Bitte nichts zu holen gewesen mehr. Keine Ahnung. Gott, ey. Pushen uns auch wieder übel rein, ne? Schlecht spielen die denn auch? Hä? Hilfe. Ich will noch den Cube. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, jetzt einen Cube oben noch zu holen. Ich glaube, das war übel dumm. Egal, ich habe jetzt 4. Ist ein Mate? Er hat einen Kill gemacht, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, 5 Cubes jetzt. Müssen wir mehr zusammenbleiben auch hier. Sehr schön, er holt jetzt auch hier die Kills gerade. 10.000 Leben haben wir jetzt. Sehr, sehr nice. Das muss es jetzt aber eigentlich wirklich sein. Oh mein Gott, er holt die Double Kill. Er holt den Double Kill. Oh Junge, jetzt geht's aber richtig ab gerade auch. Ult nochmal gesetzt. Junge, die Cubes überall. Und der letzte Snipe. Trifft nochmal 6.000 Damage. Yes! 3 Stunden. Relativ gut. Ey, super Push. Maze ist super OP. 750. Und noch genau die Mastery geschafft. Okay, jetzt wird's spannend. Welcher Platz der Welt sind wir? Erstmal gerade die Mastery. 300 Powerpunkte. Okay, wir sind Platz 19 der Welt am Ende und in Deutschland Platz 3 in Deutschland. Wow, absolut krank. Immer danke fürs Zuschauen. Im Abstand seht ihr noch, wie ich Switch Sports im Duell gegen meine Freundin gespielt habe und noch ein weiteres Video vom Let's Play-Kanal. Wenn ihr Bock auf andere Games habt, schaut gerne vorbei. Danke fürs Zuschauen, danke für den geilen Push und ich freue mich auf weitere geile Folgen. Ciao.